Das schauen wir uns aber besser mal am Beispiel an, nämlich an dem Beispiel, was wir vorhin schon bei den Syntaxdiagrammen hatten, nämlich das Zoo-Beispiel. Backus-Naur-Form für dieses Zoo-Beispiel. Es beginnt hier mit dieser Produktion Zoo. Auf der linken Seite von Produktionen, wobei links und rechts jeweils durch dieses Zeichen, durch dieses Symbol getrennt werden, auf der linken Seite stehen Nicht-Terminal-Symbole. Das ist Zoo, Säugetiere und Meer und Säugetiere. Und auf der rechten Seite stehen Terminale und Nicht-Terminale oder auch das Pipezeichen oder hier das Epsilon. Das Pipezeichen bedeutet Alternativen. Wie kann ich das jetzt interpretieren? Ich beginne hier bei Zoo, komme am Schlangengehege vorbei und verzweige dann in diese Produktion Säugetiere und Meer. Säugetiere und Meer, das kann entweder dieses hier sein oder dieses hier. Schauen wir uns zunächst dieses hier an. Ja, Säuge und Tiere im Meer können sein Säugetiere, das ist hier unten der Bereich. Anschließend kann man ja an dem Pinguingehege vorbei. Ja, und dann wird wiederum rekursiv hier aufgerufen, Säugetiere und Meer. Das heißt, der Weg Pinguine-Säugetiere kann sich in dem Sinne wiederholen. Oder aber, um den Zoo zu verlassen oder verlassen zu können, kann ich alternativ auch in den Säugetierbereich gehen und anschließend in den Delfinbereich. Und dann bin ich aus dem Zoo draußen, weil hiernach kommt ja auch nichts mehr. Der Säugetierbereich sieht jetzt so aus, dass man an den Elefanten vorbeikommt oder an den Affen. Oder hiermit wird die leere Alternative gekennzeichnet. Etwas Schwierigkeiten bereitet gerade Programmieranfängern diese Rekursion, diese sogenannte Rekursion.